Hey Leute, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Und zwar, wie ihr sehen könnt, gibt es ein Monte-Brawl-Paket und ich werde mir dieses Paket zweimal kaufen, auf dem Hauptaccount und auf dem zweiten Account. Würde mich wirklich sehr freuen, Leute, wenn ihr jetzt alle mal fett einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr mich noch nicht kostenlos abonniert habt, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mich kostenlos abonniert. Es gibt jeden Tag um 13 Uhr ein Video und jeden Abend gibt es ein Stream. Ich würde auch sagen, Leute, ich werde diesen Nita-Skin auch an euch verlosen und wie ihr daran teilnehmen könnt, werde ich euch mitten im Video irgendwann mal erzählen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So Leute, das Paket ist gekauft. Ich bin gerade auf meinem zweiten Account. Wir können auf jeden Fall noch einiges hier ziehen. Falls ihr es nicht wisst, Leute, diesen zweiten Account maxe ich nur, damit ich mit euch spielen kann. Und ja, let's go. Mal gucken, vielleicht ziehen wir Mr. P auf diesen Account. Oh. So. Oh, ich bin echt gespannt, Leute. Ah, zweite Megabox. Bisher nichts. Schade. Gucken wir mal, ob wir in der dritten Megabox was bekommen. Und go! Uff, Leute. Wir können auf jeden Fall noch sehr viele Star Powers ziehen. Ah, come on. Gönn. Ah, oh, Leute, ich habe gehofft, wenigstens eine Star Power zu ziehen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir spielen jetzt noch ein paar Runden auf dem Hauptaccount und dann kaufen wir auf meinen Hauptaccount das Paket. So, Leute, wir sind jetzt auf meinen Hauptaccount gegangen. Eigentlich wollte ich Mr. P schon auf 1250 jetzt schon gepusht haben, aber ich krieg die Star Power nicht im Shop und ich habe alle meine Kisten geöffnet und ihn einfach nicht gezogen. Und ich werde mir dieses Paket auf jeden Fall kaufen. Und ich würde sagen, wir spielen aber jetzt noch ein, zwei Solo-Showdown-Runden. Und danach kaufen wir uns das Paket. Let's go. So. Erste Runde. Leute, schreibt mal in den Kommentaren, wie findet ihr diesen Brawler? Ich muss echt sagen, Mr. P ist ein nice Brawler zum Spielen. Wenn ich die Star Power habe, bin ich gespannt, wie Mr. P so ist. Im 3 vs 3, richtig. Ich habe ihn ja gestern on Stream mit euch gepusht. Auf 500. Und ging auf jeden Fall sehr schnell, ne? So. Übrigens, Leute, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt, ne? Landi_BS95 ist mein Instagram. So. Und zwar werde ich jetzt, wie gesagt, in diesem Video, ich denke, zwei, dreimal den Koala Nita verlosen an euch. Ja. So. Preislich ist er ziemlich nice. Und man supportet Australien, Leute, ne? Falls ihr es nicht wisst, in Australien gibt es gerade ganz viele Waldbrände, etc., ne? Und ein bisschen supporten schadet nie, Leute. So. Ah. Er ist tot. Oh, gut. Na, go, Pinguin! So. Oh nice, Leute, let's go. Also ich muss echt sagen, mir macht Mr. P mega viel Spaß zu spielen. Echt nice Brawler. Auch vom Design her finde ich ihn geil, wie er einen Aktenkoffer da rumschmeißt. Sehr schön, Platz 1. Ich würde sagen, Leute, wir spielen jetzt noch eine Runde. Und dann werde ich dieses Paket auch auf meinen Hauptaccount kaufen. Das einzige, was ich ziehen kann, ist halt Mr. P Star Power. Ich hoffe, ich ziehe sie. Ansonsten die Gems sind auch gut. So. Du überlebst das nicht, mein Freund. Komm, 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 komm. Oh, jawohl. Oh nein, der überlebt. Jawohl, mein Pinguin. Pinguin Power, Leute, let's go! So. Gucken wir mal. Oh, nice. Go, Pinguin, schieß einmal drauf noch. Let's go! Oh, let's go! Ach, schade. Okay, nächster Versuch.
Dieser Pinguin im 3 vs 3 ist der echt nervig, Leute. Ich habe gestern ihn on Stream auf über 500 gepusht. Der ist so nervig, dieser Pinguin. Oha, er hat einfach 10 Cubes. Ne Max. Go! Oh! Okay. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt das Paket. Let's go! So, Leute, ich habe das jetzt gekauft und irgendwie wurde ich aus dem Game gekickt, warum auch immer. Lol. Jetzt hat. Okay, das hatte ich nicht schlecht. So. Leute, drückt die Daumen, dass ich die Star Power ziehe. Und. Nichts. Okay. Also ich muss euch ehrlich sagen, Leute, ich würde dieses Paket jetzt eventuell nicht kaufen, da ich sowieso schon so viel Gold habe. Da ich mir aber auch für das Video, ne, gerne Megabox bzw. Openings mache für euch, da ihr sowas feiert, bzw. Pakete feiert. Würde ich sagen, Leute, wie gesagt, nach diesem Opening werde ich euch erzählen, wie ihr an dem Giveaway teilnehmen könnt. Komm, please. Ja, okay, ist okay, Leute. Ich habe die 500 Gems sowieso gebraucht, ne, für die neuen Skins hier, wie Nita und den Tara-Skin. So, Leute, und zwar ist das Giveaway diesmal gesponsert, die Hälfte. Und ich gebe die Hälfte und ein anderer gibt die Hälfte. Und zwar ist dieses Giveaway so gesehen gesponsert dann von Provocation, Leute. Ich selber bin jetzt auch in Provocation reingegangen, wie ihr hier sehen könnt. Moment, hier. Ich selber bin jetzt auch in Provocation reingegangen. Und Leute, wir haben vor, mit Supercell gerne zusammenzuarbeiten. Deswegen wollen wir gerne versuchen, den größten europäischen Discord zu machen. Und zwar, Leute, hat der Serverbesitzer diesen Server so hart geboostet, Leute. Ist die maximale Stufe. Er hat mehrere tausende Euros reingesteckt, Leute. Checkt, wie gesagt, gerne diesen Link ab unten in der Beschreibung im Discord. Voraussetzung ist, Leute, ihr müsst im Discord joinen und dort werden wir Giveaways machen. Und es gibt dort sowieso jeden Tag Giveaways von Google Play, iTunes Garden und Discord Nitro, Leute. Wie gesagt, checkt gerne unten den Discord-Link ab und ja. So, damit das nicht langweilig wird, gehe ich jetzt mal in Duo-Schauer mit einem Random rein. Das habe ich eigentlich fast nie gemacht. Leute, schreibt gerne mal in den Kommentaren, ob ich diesen Brawler mal auf 1250 pushen soll oder einen anderen Brawler auf 1250 pushen soll. Ich bin halt gerade echt am überlegen, Leute, weil das allgemeine Trophäen zu pushen, neuer Rekord, das bringt nichts. Aber wenn ich Brawler auf Rang 35 habe, dann kann ich das Spiel durchspielen, ne? Ich habe halt wirklich überlegt, ob ich mal alle Brawler auf 1250 so nach und nach pushe. Probleme habe ich damit nicht, wie ihr ja wisst, ne? Aber ich suche halt sehr lange für ein Game und meine Teammates möchten halt alle nicht 10 Minuten pro Game suchen. Das ist halt wirklich schon hart, ne? Vor allem, wenn ihr wirklich einmal verliert, verliert ihr eine ganze Stunde. Und dieser Random ist einfach clean, Leute. Der ist einfach clean. Nice. Nicht schlecht. Gucken, ob wir Platz 1 werden. Oh, sieht gut aus. Jungs, sieht gut aus. Oh, cleaner Pull. Hey, das wird. Leute, das wird was. Pinguin. Hey, dieser Random ist ja clean, Leute. Wow. Und WLAN-Zeichen auch, wow. Ich wollte gerade Play Again drücken, aber es ging nicht. Ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde mit Random. Schade, aber Jean, du hast gut gespielt. Oh, jetzt habe ich eine Shelly. Oh. Die hat keinen Bock auf mich, glaube ich. Egal, keine Sorge, ich carry dich, Bruder. Bleib ruhig AFK, ich regel schon. Oh Leute, schreibt mal in den Kommentaren, kennt ihr noch das Video, wo ich einen Bot-Challenge gemacht habe, mit einem Bot zu gewinnen? Wenn nicht, dann Leute, ich werde es euch unten verlinken. Ehre, bestes Video ever. Ich habe einfach alleine Duo-Show dann gespielt mit einem Bot. Bei 25.000 Trophäen oder so. Oder 28? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. 26, irgend sowas. Oh mein Gott. Das ist so GG. Oh nee, ich werde gesandwiched.
Nein, Teammate, wo bist du? Where are you? Oh, was machst du? Wow. Na gut, ein gründeter Abschluss, minus 5, man kennt's. Wie gesagt, Leute, checkt gerne den Discord ab, unten in der Beschreibung. Und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag noch. Bis morgen um 13 Uhr oder heute Abend im Stream. Ciao, haut rein.